Und hier sind Ihre Gastgeber Alexandra Maurer und Stefan Büsser. Der Swiss Music Award, der ist etwa so gross wie ein Sack Zucker, etwa dreimal so schwer, hat 8 Kanten und 12 Ecken, also ungefähr so viel wie ich. Ja, aber im Gegensatz zu dir hat eben der Stein eine gewisse Bedeutung in der Schweizer Musikbranche. Weißt du, was ich meine? Ja, übrigens, Stefan! Oh, hey! Jesus! Und genau das haben wir mit unseren Künstlern ebenfalls auf dem roten Teppich gemacht. An den Swiss Music Awards 2015 eine der schönsten Dankensreden gehalten. Und letztes Jahr hat sie zum zweiten Mal Best Female Solo abgerundet. Heute überreicht sie ihn. Es ist die Frau, die es so unfassbar natürlich überkommt, dass man sie sofort ins Herz schließt. Oder kurz gesagt, es ist einfach die Frau, die es sogar schafft, dass ihm Dieter Bohlen seine Songs geil tönen. Da ist Beatrice Segli! Sie sind im Moment auf ihrer 20. Tournee, die heisst «Laune der Natur». Mit der sind sie schon zweimal hier im Hallenstadion gewesen, einmal in der St. Jakob-Halle, haben das Ganze in 12 Minuten ausverkauft. 12 Minuten, oder wie Divertimento sagt, ein unheuer schlechter Vorverkauf. Sie kommen darum jetzt nochmal, und zwar im August nach Luzern. Am 25. sind sie dann dort. Eine von den verrecktesten Livebands überhaupt. Ja, das ist Rap, motherfucker, das ist Rap. Peace out! Ja, das ist Familienprogramm à la SRF, wenn der Enkel der Großmutter erklärt, was in den letzten 3 Minuten gerade passiert ist. Also halt zwei junge Frauen, die voll am Durchstarten sind. Die eine ist 18 und hat allein im letzten Jahr die 4 verschiedenen Filme gespielt. Die andere ist auch 18 und Influencerin. Gute Besserung an dieser Stelle. Mit 162'000 Follower. So schnell kann das gehen, oder? Letztes Jahr noch ein Schulbuch in der Hand und jetzt liest du daraus vor. Ganz, ganz toll. Apropos Vorlesen, der Baschi hat mir vorher gerade auf dem Rückweg noch schnell gesagt, ja, ist schon verreckt, oder? Jetzt hat der Kleine hat jetzt 3 Steine, ich habe einen aus Holz. Er hat wirklich von einem Fan, wenn er noch nie einen gewonnen hat, er einen aus Holz bekommen. Können wir mal in der Halle schnell ein gemeinsames Oh. Das war für dich, Baschi. Nemo, nochmal Gratulation, 4-mal. Ja. Verreckt, oder? Ja. Ich habe schon Angst gehabt, dass der Dodo noch ein Büchlein für ihn nimmt. Aber alles gut, alles gut. Also, sensationell. Und ich kann ihm fragen, wie schreibt man einen Hit? Ich weiß nicht. Ich glaube, du brauchst einen Text, ja. Brauchst einen Refrain, brauchst eine Melodie. Und dann irgendwann ist ein paar Leute, die dich so richtig supporten. Das kann schon sein. Also, ich weiss, was die meisten da rein brauchen. Das ist etwas zu schnupfen. Etwas zu trinken und etwas zu rauchen. Oder wie der Baschi sagt, Frühstück. Das ist jetzt das musikalische Dessert, das wir zum Schluss bekommen. Ein bisschen Schnupf, Schnaps und Edelweiss. Das ist der Treffer! Sensationell, Abschluss, der Treffer, meine Damen und Herren! Das war die Swiss Music Awards 2018. Und einblendet jetzt der Gewinner oder die Gewinnerin von unserem Wettbewerb. Im Anschluss geht es direkt wieder mit Backstage, ganz vielen Highlights rund um die Swiss Music Awards und tolle Gäste. Ja, der Mischa Biri übernimmt und wenn ihr mögt, sehen wir uns wieder. Und zwar am 1. Februar 2019 dann zu den Swiss Music Awards. Bis dann. Schönen Abend, guten Abend. Gute Nacht aus dem Hallenstadion. Dankeschön.